Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Tagesenergie. Liebes Universum, was ist denn die Grundenergie heute hier im Seelenkollektiv? Beziehungsweise für ein oder andere Person, weil es ist ja eine öffentliche kollektive Legung. Der Mond, Sehnsüchte, Träume. Vielleicht bist du auch passend zum Vollmond durch einen Traum oder wirst durch einen Traum oder wurdest durch einen Traum ein wenig getriggert bezüglich einer Angelegenheit, einer Person. Ja, das kann durchaus möglich sein, dass gerade jetzt mit dem Vollmond, der Vollmondenergie, auch bestimmte Sehnsüchte wieder ans Tageslicht kommen. Was zeigt sich denn sonst noch für den heutigen Tag in Bezug vielleicht tatsächlich auf Träume und Sehnsüchte? Worum geht es denn, liebes Universum? Was ist denn die Sehnsucht dieser Person? Erfüllung. Okay, hier könnte natürlich von der Grundessenz her tatsächlich das Finanzielle drin liegen. 10 der Münzen, Verwirklichung, Reichtum, Integration, praktische Fähigkeiten, die jetzt wieder ans Tageslicht kommen. Aber auch Stabilität und Sicherheit. Das kann allerdings auch für eine Verbindung gelten, ja, eine stabile Verbindung, ganz egal welche. Ja, es geht um Stabilität. 10 der Münzen, Verwirklichung, Integration von dir. Vielleicht ist da ein Traum auch durchaus hilfreich. Ein alter Traum, der wiederkommt. Who knows? Das Rad des Schicksals läutet diesen neuen Zyklus ein. Das Glück ist auf deiner Seite. Und sofern du bereit bist, hier wirklich in einen neuen Lebensabschnitt reinzugehen, auch bezüglich deiner Träume, Sehnsüchte. Wie gesagt, wir haben ja noch die Vollmondenergie. Dann bist du auch in der Lage, dich selbst neu zu verändern. Jeder Zyklus, und wenn wir das mal auf die Mondzyklen sehen, alle 28 Tage startet ein neuer Zyklus. Alle 28 Tage bist du in der Lage, neu anzufangen, dich neu zu leveln. Man könnte auch sagen, alle 28 Tage, das sind doch ein bisschen viele, ne? Alle 28 Tage kannst du dich auch tatsächlich verändern. Man sagt ja zum Beispiel auch beim Sport, ne, du brauchst so 4 bis 6 Wochen, manchmal auch 8, in Anführungszeichen, bis du dich an einen Trainingsplan gewöhnt hast, und dann sollte man langsam umstellen. Und genauso ist es auch mit alltäglichen, auch kleinen Dingen, wo du in der Lage bist oder dir bewusst werden zu können, dass du eben einfach auch eine gewisse Zeit benötigst, bis du dich daran gewöhnt hast. Ja, jedes neue Etwas, was du in dein Leben integrierst oder auch die Dinge, die du rausnimmst, die brauchen einfach eine Zeit, bis du dich als Mensch daran gewöhnt hast. Und so ist es auch mit Sichtweisen, mit Glaubenssätzen. Es dauert, ich nehme sie jetzt einfach. Es dauert einfach eine Weile, bis du in der Lage bist, das Ganze auch für dich umzusetzen. Die 5 der Stäbe, ja, rein in den Wettkampf, ja, rein in die Herausforderung. Nutze die Energie, die dir zur Verfügung steht, auch bezüglich hier der Verwirklichung, egal welches ist, ja, diese Stabilität, diese Sicherheit, die du haben möchtest. Sie bringt dir einfach Energie und sorgt letztendlich auch dafür, dass du in der Lage bist, hier eine Ausgeglichenheit zu schaffen mit den 6 der Münzen. Ja, es fängt etwas an, du investierst, bekommst etwas zurück, aber achte natürlich auch darauf, dass du ja nicht zu viel machst, um eine gewisse Enttäuschung, weil diese Resonanz nicht zurückkommt, vorerst nicht zurückkommt, dich runterzieht, weil das kann nämlich durchaus ein Problem sein. Ja, es kommt ein alter Traum hoch, eine alte Idee, und du legst dich voll ins Zeug, du bist voll im Eifer, und dann klappt es am Anfang nicht so, wie du es dir erhofft hast. Und das sorgt für Stagnation. Das sollte auf jeden Fall bedacht werden, ja? Backe kleine Brötchen am Anfang. Und das gilt natürlich auch für Beziehungen, ja? Treff nicht jemanden und denk sofort daran, wie die Hochzeitsglocken läuten.
Was zeigt sich denn noch im Seelenkollektiv? Die Acht der Kelche. Hier ist so ein bisschen Ernüchterung drin, Enttäuschung drin. Es ist eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe, ne? Überstürze nicht, backe kleine Brötchen. Und vor allen Dingen auch, du wirst etwas Altes nicht ersetzen können, wird mir gerade reingegeben. Sei es eine alte Verbindung, ja, wenn du jemand Neues kennenlernst, du wirst diese Person nicht ersetzen können. Genauso wirst du es auch, wenn du zum Beispiel jetzt bezüglich einer Angelegenheit, eines Hobbys zum Beispiel, kann eine Rolle spielen, das vor ein paar Jahren schon mal probiert hast und dieser Traum, diese Sehnsucht kommt jetzt wieder hoch. Du wirst es nicht gleich machen können. Es muss anders sein. Es muss neu sein. Die 9 der Münzen. Hier geht es tatsächlich um das Glück, um dein Geschick. Darum auch die Ergebnisse deines Schaffens für dich selbst auch wertzuschätzen, diese auch zu sehen. Zu sehen, wie weit bist du gekommen, was hast du schon alles erreicht. Und wenn es nur der erste Schritt war, auf jemanden zuzugehen oder auf diese Angelegenheit, um die es geht, zuzugehen. Auch das ist ein Schritt, den du dir selbst anerkennen darfst, auf den du stolz sein darfst. Und wir haben den Magier. Hier beginnt etwas Neues mit deinem Wirken, mit deiner Schöpferkraft. Ganz egal, ob beruflich oder auch privat, beides ist hier möglich. Aber für beides benötigst du Abenteuerlust und natürlich auch Kreativität und Mut. Wie gesagt, das ist dein Wirken. Von nichts kommt nichts. Ja? Der Spruch kommt nicht von ungefähr. Leg dich ins Zeug. Aber in einem angemessenen Tempo, damit du einfach nicht ja, in dieses Wunschdenken reinfällst. Das passt natürlich auch gut mit den 6 der Münzen. Ne? Es fängt langsam an und steigert sich. Hier liegt noch so ein bisschen Wunschdenken auf dem Tisch. Auch das wird noch gelöst werden müssen. Auch das kann eine, ja, für die nächsten 28 Tage eine Bewandtnis haben, dass eben einfach auch dieser übermäßige Stolz, der dann wieder blockierend wirkt, keine Chance mehr hat, dich selbst, also für dich selbst auch zu manipulieren. Der Magier lag ja auch so ein bisschen auf der Seite, ne? Auch da haben wir die Energie von Betrug, Egozentrik drin liegen. Das heißt, betrüge dich nicht selbst, verarsche dich nicht selbst. Im wahrsten Sinne des Wortes, mach dir selber nicht etwas vor. Das ist wichtig, wichtig zu wissen, besonders im Hinblick auf deine Sehnsüchte, auf deine Träume. Und eine hätte ich gerne noch. Die 10 der Schwerter. Ja, also hier darf definitiv noch ein notwendiger Schlussstrich gezogen werden bezüglich einer Angelegenheit. Das heißt, wenn du hier ja neu loslegen möchtest, neu starten möchtest, dann darfst du das tun, darfst es jederzeit tun. Aber sei dir auch dessen bewusst, dass es eben eine Zeit benötigt, um in diese neue Sichtweise, neue Denkweise, Verhaltensweise, wie auch immer, hereinzukommen. Und sei dir auch bewusst, dass Rückschläge vorprogrammiert sind. Lass dich davon aber nicht abhalten. Ganz egal, was hier deine Verwirklichung darstellt. Schlussendlich hast du es in der Hand. Du bist der Schlüssel. Du bist die Person, die Dinge für sich selbst eröffnen kann, für sich selbst auch bewusst werden kann, um einfach hier auch loszulegen. Aber wie gesagt, das Leben ist zum Lernen da, also lerne einfach, lerne auch aus deinen eigenen Fehlern. Sei dir dessen bewusst. Es passt wunderbar zu der Vollmondlegung gestern, die ich getan habe. Lass dich nicht selbst von dir selbst vom Leben abhalten. In dem Sinne einen schönen Start in die neue Woche, ihr Lieben, und bis zur nächsten Legung.